Hi ho und willkommen zu meinem Video. Ja, also ich habe euch beim letzten Mal, in meinem letzten Video habe ich euch erzählt, dass ich mir ein Tablet gekauft habe und dass es da eine lustige Geschichte dahinter gibt. Also, ups, ich habe Leos Napf oben. Ich wollte ihn nachher gerade misten, aber ich mache jetzt gerade noch das letzte Video und dann bin ich fertig. Ja. Also, ich wollte, wie gesagt, schon seit geraumer Zeit ein weiteres Tablet haben, weil ich einfach, wenn ich so abends im Bett liege, auch gerne noch Serien angucke oder Videos oder wie auch immer. Und dafür brauche ich halt irgendwas mit einem Bildschirm. Und ja, dann habe ich dann halt bei eBay Kleinanzeigen gesucht und habe da zufälligerweise tatsächlich dann auch ein Tablet gefunden für 60 Euro und ein Samsung. Und dann war ich so, okay, ja, cool, habe mit dem Verkäufer geschrieben. Er hat auch gesagt, er bringt es vorbei, alles super. Und dann war ich eigentlich total happy. Dann habe ich das Tablet, habe ich das desinfiziert, gereinigt, alles. Habe dann das Tablet versucht anzumachen. Und ging dann auch an. Dann war ich so, yay, habe dann angefangen, das Tablet einzurichten. Und dann kam so eine Info, es möchte gerne die Login-Daten vom Google-Account. Dann war ich so, okay, habe meine Daten angegeben, habe das gemacht, habe alles und so weiter. Und dann kam da, falsch. Dann habe ich nochmal, weil ich irgendwie gedacht habe, ich habe einen Tippfehler, habe ich das nochmal eingegeben. Nee, falsch. Also habe ich dann nochmal die Daten von meinem YouTube-Account jetzt hier eingegeben und habe dann nochmal eingegeben und habe dann nochmal geguckt. Nö, geht nicht. Und dann habe ich nochmal gegoogelt, wie die Sperre heißt. Und dann kam raus, ich müsste die Daten vom früheren Besitzer da eingeben. Also habe ich dann dem Verkäufer geschrieben, hallo, wir haben ein kleines Problem, ich kann das Tablet nicht anmelden. Es ist irgendwie, funktioniert das nicht, ich brauche die Zugangsdaten zum Google-Account. Und wenn sie die mir nicht geben möchten, können sie auch gerne vorbeikommen und sie dann da einfach bei mir eingeben. Dann kam die Antwort, ja, nee, tut mir leid, geht nicht, das ist von der Tante. Dann war ich so, oh shit. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall, hat er dann gesagt, aber er guckt mal, ob er die Daten findet und so weiter. Und dann hat er halt gesucht, ich habe auch gewartet, alles super. Nee, super nicht, aber alles okay. Dann haben wir halt da geguckt und dann war es halt irgendwann nach so, also habe ich nach einem Tag oder so, habe ich eine E-Mail-Adresse bekommen und habe die dann nochmal eingegeben und habe ein Passwort. Also E-Mail und ein Passwort. Und dann habe ich das so eingegeben. Funktioniert nicht. Okay, dann also nochmal E-Mail-Adresse eingeben, Passwort eingeben. Hab meine Mom dann gesagt, Mom, ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles richtig schreibe. Also meine Mom hat es auch nochmal eingegeben. Dann war es so, dass ich dann halt auch, da haben wir halt die Theorie gehabt, okay, vielleicht hat er Zahlen, Buchstaben, Schreibfehler, egal wie. Also das Passwort, weil es ein Vorname war, nochmal in allen Variationen, mit allen Codi, also mit allen Zahlencodes, allem nochmal eingegeben. Nein. Dann habe ich auf jeden Fall das Passwort noch, habe ich nochmal die E-Mail-Adresse überprüft, habe nochmal geguckt, ob es jetzt wirklich, habe dann aber herausgefunden, dass er bei der E-Mail-Adresse einen Schreibfehler gehabt hat, habe das dann verbessert, habe dann das nochmal probiert, habe nochmal alle möglichen Varianten von dem Passwort eingegeben und nein, es ging nicht. Ja, dann habe ich im Internet gegoogelt, habe geguckt, ob man diese Sperre irgendwie, also egal wie, umgehen kann. Habe ich ein Programm gefunden, 60 Euro sollte das kosten. Dann habe ich gesagt, okay, ja, also ein neues Tablet kostet ja dann doppelt so viel und so. Und ja, gut, machen wir dann halt. Und ja. Dann war es so, dass ich das Passwort eingegeben habe, habe ich das Passwort nochmal versucht, habe nochmal, weil ich das Programm nicht kaufen wollte, weil es so teuer war. Dann habe ich gelesen, es gibt auch noch so, ich habe dann Haar von meiner Mom zwischen meinen, egal, nein, eigentlich nicht, voll eklig, muss ich nachher gleich mal wegräumen. Ja, auf jeden Fall habe ich dann
habe ich dann das nochmal versucht, habe dann noch ein anderes Programm, wo man, habe dann noch die, wo man dann aber die Rückwerkseinstellungsdateien von Samsung braucht. Also ob ich nochmal bei Samsung gegoogelt habe, überall gegoogelt habe, das Tablet gegoogelt habe, nochmal geguckt, ob ich die finde, habe sie dann auch wirklich gefunden, was so ein 1:1-Million-Ding war gefühlt. Habe dann auf jeden Fall nochmal versucht, das Tablet zurückzusetzen und dann habe ich, hab ich zu Mom gesagt, ja gut, dann kaufe ich jetzt das Programm. Ich kaufe mit Klarna. Und ja, habe ich das Programm gekauft, habe das dann eben gemacht und habe dann halt, habe dann das Programm gehabt und habe dann halt überlegt, okay, gut, ja, jetzt habe ich das, jetzt ist das so, so, dann habe ich es probiert. Und dann wollte dieses Problem von Wondershare Dr. Phone. Also falls ihr dieses Programm jemals in eurer Nähe, also falls ihr das jemals kaufen wollt wegen der SRT-Sperre oder SFP-Sperre, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe dann auch später auf Trustpilot noch Bewertungen gelesen, die mir auch bestätigt haben, dass das Programm an sich ein Scam ist und dass es einfach nicht funktioniert. Ja, dann habe ich auf jeden Fall das Programm, dreimal habe ich es versucht und es ging nichts. Gar nichts. Okay, ich war dann genervt. Dann habe ich gesagt, ja, warte mal, aber das Programm funktioniert nicht und ich soll trotzdem die 60 Euro zahlen. Nee. Dann habe ich zu meiner Mom gesagt, Mom, können wir da morgen irgendwie was machen? Und meine Mom gesagt, ja, kein Problem, da schreiben wir einen Widerruf. Doch ein Problem. Weil Wondershare hat keine, und ich betone, keine Kontaktformulare. Alles, was die machen, ist über einen AI-generierten Chat. Und der Chat, der hilft dir kein Stück. Und dann haben wir auf jeden Fall in den Chat, aber trotzdem, dann habe ich zu meiner Mama, haben wir reingeschrieben, ja, wir widerrufen hiermit und überhaupt sowieso. Haben es abgeschickt und haben dann davon Screenshots gemacht. Immer wichtig, dokumentieren. Und haben dann aber, habe ich dann parallel Klarna geschrieben, hallo, das Produkt funktioniert nicht, also Produkt ist nicht funktionsfähig. Hat Klarna mir zurückgeschrieben, ja gut, wir setzen die Zahlung für das Produkt aus. Dann war es okay, gut, machen wir. Mhm. Und dann hat Klarna halt versucht, habe ich nochmal Klarna mit einem Mitarbeiter geschrieben, der hat dann gesagt, gut, kann jetzt 21 Tage plus dauern. Und dann müsste ich eine Antwort vom Händler bekommen. Habe ich auf jeden Fall immer wieder. Aber ich soll trotzdem immer wieder gucken, falls Klarna noch neue Informationen braucht. Also habe ich immer wieder jeden zweiten Tag geguckt. Braucht Klarna noch was? Hat sie noch was? Fehlt noch was? Und so weiter. Und dann ungefähr vor 2-3 Tagen kam dann eine E-Mail von Klarna. Also sie bräuchten noch mal ein paar Infos und so weiter. Und dann kam aber auch eine E-Mail von Wondershare. Ja, bis zu dem Zeitpunkt bin ich bei denen ignoriert worden und dann plötzlich haben sie sich gemeldet und die wollten dann auch noch mal mehr Infos. Dann habe ich auf jeden Fall die E-Mail, die ich an Klarna geschrieben habe, also nicht ich habe sie geschrieben, meine Mom hat sie geschrieben und die habe ich dann einfach Mamas Juristen-Judo, da hat sie den aufsteigenden Kranich der Texte geschrieben und ja. Auf jeden Fall habe ich dann den aufsteigenden Kranich der Textformulierung auch dann an Klarna nochmal an Wondershare geschickt. Und dann wollte Wondershare, hat mir dann nochmal eine E-Mail geschickt, ja, sie möchten nochmal mehr Infos haben. Und dann habe ich zu meiner Mom geschrieben, boah, ich bin so genervt, ich habe eigentlich gar keine Kraft mehr dafür. Und dann hat meine Mom gesagt, ja, okay, wenn ich gar keine Kraft habe, würde sie die 60 Euro, wie das Programm gekostet hat, jetzt einfach überweisen und dann wäre die Geschichte ja gegessen. Dann habe ich zu meiner Mom, weil ich ja nicht wirklich, ich konnte ja nicht reden in dem Moment, also ich habe vom Türkei-Spiel hat es mir ja die Sprache rausgehauen, weil die Türken da ein bisschen arg laut gefeiert haben und Raketen hochgejagt haben und alles. Und dann habe ich auf jeden Fall ja nicht reden können und habe ich auch meiner Mom trotzdem geschrieben, nee Mom, ich will nicht, dass wir aufgeben, ich will, dass wir das jetzt trotzdem durchziehen, dass wir das jetzt einfach durchziehen und gucken, wo wir hinkommen und wenn es dann nicht funktioniert, können wir ja immer noch zahlen. Ja, dann hat auf jeden Fall meine Mom dann
auf jeden Fall hat sie dann nochmal einen Text geschrieben. Und da habe ich gesagt, warte mal einen Moment, ich habe ja noch Aufnahmen vom Bildschirm, wo ich gezeigt habe, dass wir den Widerruf geschickt haben. Und meine Mom auch in den Text geschrieben, als wir dann die Bildaufnahmen hatten. Ja, also der Widerruf fand schon vor über einem Monat statt. Das ist keine zeitnahe Lösung für das Problem. Und sie würde jetzt gerne haben, dass man die Rechnung storniert und dass man dann dass dann einfach alles wieder so ist. Und dann bin ich, es war am Samstag, dass wir es geschrieben haben. Am Sonntag, so zwischen Sonntag, Montag morgens, kam dann eine E-Mail von Klarna. Ja, also der Verkäufer hat den Aktion als geregelt angegeben. Und dann war ich so erstmal pisst, weil ich gedacht habe, ja toll, der gibt jetzt an, das ist geregelt, wir haben das alles geklärt und dann muss ich das zahlen. Ja, toll, nee, ist ja scheiße und alles ist blöd und bäh. Und dann war ich, also da war ich wirklich richtig sauer. Und dann habe ich ein bisschen später noch eine Nachricht von Wondershare bekommen, in der drin stand, ja, also es täte ihnen leid und sehr unangenehm und sie würden hiermit die Rechnung erstatten. Aber habe ich meiner Mutter so einfach bloß als E-Mail das weitergeleitet, den Text und habe geschrieben, sick, es war so. Und dann habe ich, auf jeden Fall habe ich dann die 60 nicht zahlen müssen. Und dann war ich bei Amazon und habe halt noch so geguckt, habe noch umgeschaut, habe überlegt. Und dann war es so, dass ich vor dem eBay-Tablet habe ich mir schon eins aus China bestellt. So ein China-Tablet, oh Gott, war das ein Schrott. Das Teil hat gar nichts getan und teilweise hat es sich nicht hochfahren lassen, stundenlang, und dann hat es gehangen und ja. Also es war ein ganz schlechtes Gerät von Blackview, hieß die Firma. Und dann habe ich das zurückgeschickt, plus diese 60 von dem Programm und allem. Und dann habe ich so geguckt und dann habe ich zufälligerweise gesehen, dass bei Amazon das Tablet hier für 80 irgendwas drin war. Da habe ich zu meiner Mom gesagt, ja gut, dann kaufe ich jetzt das da einfach ein neues, kein gebrauchtes, kein China-Ding, einfach Lenovo, fertig. Ja, und dann habe ich das jetzt mir gekauft und habe jetzt das Tablet. Darüber freue ich mich auch. Ich gucke auch gerne drauf Serien und alles und ja. Das war die Geschichte. Aber auf jeden Fall, was ich euch empfehlen kann und was ich da sagen kann, ist, egal wie schwierig etwas wirkt, gebt nicht gleich auf, sondern versucht einfach weiter und bleibt beharrlich. Gut, das war alles, was ich euch erzählen konnte. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns und ich werde jetzt meinen Hasen mischen. Bis dann. Tschüss.